Ladeladen. So, und das sind wir. Ich habe jetzt gerade kurz geredet mit Laden, weil ich sehen wollte, ob ich wieder abgehackt bin. Selbst im Ladebildschirm. Denn beim Speichern, beim Zwischenspeichern, ich habe den Zwischenspeicher jetzt deaktiviert in Bennicht. Ist mir aufgefallen, dass ja mein Mikro aussetzt, weil es USB-Mikro ist und der PC dann irgendwie Probleme hat. Ich weiß nicht, das ist glaube ich eins der größten Schwächen am USB-Mikro. Das Problem habe ich auch bei Alienware, ist mir alles jetzt demnächst letztens aufgefallen. Da muss ich ein bisschen gucken, wie ich das mache. Ich stream auch gerade nicht. Für die, die sich fragen, ist jetzt nicht so früh am Tag und naja, ich wollte jetzt hier mal so ein bisschen entspannter zocken. Deswegen auch ein bisschen ruhiger. So, und wir müssen einen Test machen. Wir müssen einen Test machen, denn wir haben ein Bürgerproblem. Und zwar folgendes. Ich kritisiere ja schon die ganze Zeit, dass ich hier 10 Leute drin habe. Hätte ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, in einem der letzten Parts, Entschuldigung, dann hätte ich jetzt 5 Felder. Ein Feld macht ungefähr 1000 Nahrung. Plus, minus. Gute Arbeiter machen immer ein Plus. Schlechte Arbeiter minus. Also sagen wir 1000 Nahrung. So, das heißt, die Arbeiter, die hier drin sind, produzieren wir momentan im letzten Jahr, runden wir auf, 2000 Nahrung und Leder. Leder ist natürlich nicht verkehrt, das ist gut, weil Kleidung. So, die Sache ist jetzt die, lohnt sich der Aufwand mit 10 Arbeitern oder würde es genauso effektiv oder sage ich mal angenehm effektiv sein mit 2 Arbeitern? Weil ich habe hier drüben ja jetzt seit neuestens die guten Schweine und wir sind echt hochgekommen. Also die Schweine, es werden immer mehr, es werden immer mehr, es werden immer mehr, es werden überhaupt nicht weniger. Jetzt kann man argumentieren, ja, es sind Schweine, ja, von denen kriegst du nichts außer Fleisch. Deswegen ist hier einfach mal die Spawnrate ein bisschen höher gesetzt worden, sprich die vermehren sich schneller. Das kann das eine sein, das andere kann einfach sein, dass einfach nur 2 Leute in so einem Stall reichen. Jetzt können wieder die andere Fraktion sagen, haha, du hast aber die Legehorns gehabt, da hattest du auch nur 2 Leute drin und dann sind sie dir gestorben. Ja, das kann aber einfach daran liegen, dass vielleicht eines zu alt war. Könnte daran liegen, muss nicht. Und deshalb sie sich ja gar nicht vermehren konnten. Jetzt habe ich hier 8 gehabt, gekauft und wir haben jetzt instant schon 9. Also es wird schon einer mehr statt weniger. Das heißt, wir haben hier einfach diesen Puffer, sage ich mal, dass wir mehr haben. Die Lamas auch, es werden mehr. Ich glaube, es waren 6, jetzt sind es 9. Klar, sie vermehren sich langsam. Aber sie vermehren sich und ich habe nur 2 Dudes drin. Und meine Frage ist einfach, ob ich stattdessen die Arbeiter, die ich hier abziehe, auf neue Felder schicke, weil wir wollen so oder so später noch neue Nahrung haben, und in die Minen schicke. Also das ist momentan so die Überlegung, die ich habe. Ich werde auch die Forester abstellen demnächst. Ja, die Forester, die werde ich abstellen bzw. einstellen. Wundert euch da nicht. Denn ich möchte da ein bisschen gucken, was... Ja, dass wir holztechnisch ein bisschen sinken, damit ich wieder holztechnisch hier ein bisschen Zeugs abreißen kann, um mich auszubauen. Sonst wird das Holz nicht abgetragen. Gerade hier, wo das Feld ist und die Stelle noch hinkommen. Hier, dieses ganze Holz sollte mal weg. Hier drüben gerade auch. Hier am Berg, da weiß ich noch gar nicht, was ich mache. Ob ich den lasse, ich denke schon. Muss gucken, wie ich drum baue. Bin ich mir noch nicht sicher. Ja, genau wie die Hütte. Keine Ahnung, ob ich da noch eine zweite reinbauen sollte. Ist halt effizienter, wie ich finde. Weil hier haben wir auch kaum Arbeiter. Und ich überlege mir die ganze Zeit hier mal richtig aufzurüsten. Und wenn ich halt die ganzen Leute in den Ställen habe und im Stall mir die eigentlich gar nichts... Also sie bringen mir was, ja klar. Aber sie sind nicht so effizient, wie ich es gern hätte. Versteht ihr? Also so richtig effizient. Wo ich sage so, ja geil, das lohnt sich richtig, weißt du? Das geht richtig ab. Das vermisse ich gerade noch so ein bisschen. So, wir bauen hier natürlich noch die Häuser, wie gesagt. Muss gucken, wie ich das hier dann gleich abschließe oder umschließe. Dann ein bisschen begrüne. Hier auch. Dann hier nochmal eine Häuserkette, dann hier rum. Und dann geht es quasi hier hoch. So, dann können wir das hier so weiterziehen. Und hier oben kommen ja dann die Glashäuser hin. Mit dem Grüngürtel quasi. Aber ganz ehrlich, ich sehe, ich habe da eine Straße gebaut. Die kann ich eigentlich entfernen. So. Weil hier müssen keine Straßen rein. Es ergibt keinen Sinn für mich. Die kann da wegbleiben. So. Wir brauchen wirklich mehr Leute. Klar, dann brauchen wir mehr Nahrung. Aber ich will wissen, ob die Nahrung sich hält, wenn die Dinger hier effizient arbeiten. Weil guck mal, ich müsste 8 Leute hier noch reinschicken.
Eigentlich, weil halt 10 reingehen. Hier müssten noch 2 rein. Hier sind überall 10 und das ist halt das Problem, das ich habe. Ich würde es auch... Ich meine, ich könnte es ja auch auf 5 runtersetzen. Das wäre ja auch schon, ich glaube, eine Verbesserung. Ich behalte jetzt mal die Rehe im Blick und will wissen, ob die dieses Jahr jetzt wieder auf die 1800 kommen. Wir sind gerade im Sommer. Oder nicht? Ich baue jetzt auch Häuser, weil irgendwie die letzten Häuser relativ frustrierend waren. Also die letzten Häuser waren jetzt nicht so das, wo ich sage, oh yeah, hat sich voll gelohnt. Es war eher so, ja. Eine gute Familie ist eingezogen, der Rest war nicht so dolle. So, hiervon haben wir 100. Firewood habe ich schon nachkontrolliert, bevor ich die Testaufnahme gemacht habe. So ganz kurz nur, schon mal aus Spielstand geladen. Das haben wir jetzt schon 1025. Das dauert halt, weil wir nur einen Dude haben, der da Sachen reinträgt. Okay, Lederkleidung haben wir auch noch nicht. Bei Kleidung steigen wir ja, oder? Genau. Kleidung steigen wir. Und das, obwohl wir immer noch nur einen einzigen Schneider haben. Und wir ja später sogar eigentlich 2 haben werden, ne? Richtig, der macht gerade aus Federn und Weeds Kleidung, nicht aus Leder. So, dich habe ich kommen sehen. Was hast du denn? Brokkoli Seeds. Moment, jetzt bin ich verwirrt. Habe ich Brokkoli nicht schon? Äpfel Seeds. Der hat Äpfel. Nice. Gut, dann können wir Äpfelbäume anpflanzen. Das ist nice. Leckere Äpfel. Chili Seeds. Boah, habe ich schon Chili gehabt? Ja, Brokkoli haben wir doch, oder? Oder konnte ich die nicht kaufen? Hier ist doch Brokkoli. Ist das vielleicht der Händler, den ich gesagt habe, dass der mir das immer schicken soll? Einmal kann er mir was schicken. Das Problem ist, das ist alles teuer. Die Äpfel Seeds, glaube ich, die Apfel Seeds wollte ich, glaube ich, sogar haben. Deswegen kosten die 5000. Ja. Ich habe hier genug. Okay, und das jetzt mal 5 quasi. Also brauchen wir 1250. Liege ich richtig? Nee, reicht noch nicht mal. Nehmen wir noch ein paar Perlen. Die sollten das aufrunden können. Ja. Ach komm schon, Perle. Ah, so ein paar Perlchen fehlen. So. Dann warten wir kurz. Ach, wir haben es. Wir haben es. Gut, dann traden wir. Die Äpfel Seeds will ich haben. Brokkoli brauchen wir nicht. Und Chili lasse ich erstmal weg, weil wir die uns nicht leisten können. Aber was er uns bringen kann, momentan haben wir ja kein Feierholz. Obwohl, warte. Wir lassen die Holzproduktion lassen wir so. Erhöhen aber die, genau. Die Brennholzproduktion erhöhen wir. Genau, ich baue da gleich noch einen Woodcutter. Moment. Das bedeutet, dass ich hier richtig viel Brennholz reinballer. Das heißt, welche Seeds hätte ich denn gerne? Wo sind die denn? Jetzt muss ich gerade gucken, das kann eine Weile dauern. Ich suche ganz bestimmte Chilis hier unten. Ist mir erstmal egal. Hauptsache Äpfel sind am Start, da freue ich mich drauf. Blackberry, nein, das waren die nicht. Wo sind die denn? War das nicht was mit C? Ich glaube, okay. Flachshammer. Leaks, sie wollen ja alle Seeds später mal haben. Ich gucke gerade rum, was man so essen könnte. Deswegen gib mir gerade eine Sekunde. Der bleibt auch noch ein bisschen. Oliven-Seeds, die will ich haben. Perfekt, sehr schön. Oliven sind gerade am wichtigsten für mich. Was haben wir denn noch? Kartoffel. Ja, die nehmen wir mit. Die brauchen wir, um Stopp und Wodka herzustellen. Pepper, da. Nee. Zucker, Cane Seeds. Aha, Zuckerrohr müsste das sein. Wheat können wir auch nehmen. Tomaten finde ich auch cool. Erstmal so das, was man kennt, ne? Walnuss, nein, danke. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Ah, Wassermelon, ganz wichtig. Wassermelon, einmal bitte. Beziehungsweise, nee, du kannst every time, die ganze Zeit. Und dann darfst du jetzt gehen. Ich danke dir, guter Händler. So, und jetzt, jemand ist gestorben. Und es ist wieder jemand gestorben, als ein Kind geboren wurde. Ja, einer der häufigsten Todesursachen. Es ist ein bisschen frustrierend. Deswegen überlege ich mir die ganze Zeit, die da abzu... Die Leute im Stall wirklich mal abzuziehen. So, die stellen wir ein. Ich brauche nämlich mehr von dem Brennholz. Da rasten wir jetzt ein bisschen mehr aus. Zwei sind da drin. Genau. Das ist perfekt.
Weil Holz haben wir momentan echt genug. Und, naja, wie gesagt, ich kann so viel Holz abziehen. Also, was wir jetzt erstmal machen werden, folgendes. Wir gehen mal ein bisschen entgegen und machen es langsam. Wir stellen hier 8 Leute ein. Wir machen erstmal überall 8. So. Weißt du, so ein bisschen. So, einfach ein bisschen. So, 8, 8, 8, 8, 8. Hier sind auch 8, genau. Jetzt können wir nämlich auch hier die anderen auf 8 hochziehen, machen wir aber noch nicht. Die anderen bleiben erstmal auf 2. Wir lassen es jetzt auf 8 und dann schauen wir, was passiert. Und gehen Stück für Stück runter. So, wir haben hier 1800. Wir sind jetzt im Early, Anfang Herbst sind wir jetzt, genau. Die Ernte wird noch hier gerade eingenommen. Ziemlich spät. Die Felder sind noch ganz schön voll. Ernteausfall können wir uns aber eigentlich sogar locker leisten. Jetzt nicht die Welt, und 400 Leder diesmal nur. Ja. 400 Leder, lol. 400 Fleisch. Das heißt, 2 Rehe wurden gerade nur eliminiert. Das heißt, hier wurden richtig, richtig viele Rehe platt gemacht in einem Jahr. Wow. Ganz schön krass. Wir behalten das jetzt aber im Blick. Ach, da. Dadurch habe ich jetzt 11 Laborer. Also hier muss ja wirklich... Leute, was los? Ja? 90%, 45%. Hier sind die Felder, hier muss es rein. Verstehe ich nicht, warum das gerade so langsam läuft. Du brauchst wieder Fuel, ich weiß. So, das bedeutet für mich, ich stelle da drüben gleich 2 Leute ein. Und dann werde ich hier... 6 habe ich abgezogen, 2, dann bleiben 4 übrig. Dann schicke ich die 9 Leute, die ich in den Stellen abgezogen habe, hier rein. Genau. Da haben wir 7. Perfekt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Arbeiter mehr als sonst. Also, ne, neuer Rekord. So, hier... Sieht's gut aus. Schön viel Fleisch, ja, damit die Männer groß und stark werden. Und Frauen. Fisch auch noch, alles klar. Werkzeuge sollten auch kein Problem sein. Nope, Kleidung auch nicht. Wunderbar. Aber die Werkzeuge sinken. Ich bin natürlich nicht blöd. Das fällt dem Mario ja auf. Gut, Häuser. Gib mir eine gute Nachricht. Das gefällt mir nicht so. Das ist in Ordnung. Das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir. Das ist sogar richtig gut. Die sollte 2 Kinder kriegen. Das gefällt mir auch, weil einfach die Dame schön jung ist. Also warum gefallen mir jetzt nicht, wenn die Leute so alt in den Häusern sind? Das Problem ist einfach, dass ich mir so ein bisschen Sorgen mache, dass da nicht jetzt so riesen Familien entstehen. Und im Moment müssen wir das Problem beheben, dass wir mehr Personen bekommen. Dass wir wirklich mehr Personen bekommen. Dass wir einfach mehr, ja, mehr Wachstum bekommen, mehr Arbeiter bekommen. Klar, wir brauchen dann mehr Essen, aber das ist eine Sache, um die können wir uns immer kümmern. Da sehe ich jetzt kein Problem drin. Brennholz sehe ich auch kein Problem drin. Gerade wenn wir da noch 2 einstellen, das ist alles easy going. Das wird kein Problem sein. Hier, 1928, wunderschön. Also sagen wir mal 3 Häuser, die mich stolz machen. Diese 3, die mir richtig gut gefallen. Die anderen sind okay. Also 40, 34. Ich meine, sie ist 34, er ist 40. Also er sollte bis 50 irgendwas machen können. Da könnten noch 2 Kinder entstehen. Dann wäre das auch okay. Sollte das hier auch okay sein. Wobei halt sie 35 ist. Das sieht schon kritisch aus. Und hier auch, ist sie auch 35. Also da bin ich schon mit einem Kind zufrieden. Aber 2 sind halt immer besser. Du hast halt... Ich sag mal, du hast hier... Alter, jetzt habe ich gerade wieder einen Hänger. Voll Point AFK. Du hast Mutter und Vater. Und an sich willst du ja dann quasi 2 Kinder. So, 2 für 2 quasi ungefähr. Du willst ja nicht 2 für 1 haben. Weil dann machst du quasi Verlust, dann machst du Minus. Das ist ja nicht so wirklich das, was du willst. Gut, wir haben 2 Arbeiter, das ist nicht viel. Das macht aber nichts. Die Priorität ist hier. Machen sie aber nicht. Das bedeutet, dass sie eigentlich gerade noch am Straßenbauen sind. So würde es für mich gerade Sinn ergeben. Sonst, wo ist der Schmied? Der ist hier, ne? Genau. So. Also, Herr Schmied, wir haben ein Problem, wir müssen sprechen. Das Ding macht Fuel. Sehr viel Fuel. Und deswegen verballert er viel Kohle. Du bräuchtest aber auch Kohle. Aktuell, glaube ich, schaffen es meine 7 Miner, also insgesamt 14 Miner, aber 7 für die Kohleproduktion, schaffen es nicht genug Kohle zu produzieren, dass ich Kohle im Überschuss habe. Genau, da sehen wir es. Aber er hat gerade wieder Kohle geholt, das Symbol müsste gleich wieder weg sein. Das ist ein Problem. Wir haben Kohlemangel. Weil ich brauche unbedingt Steel Tools. Die würden mir helfen.
Wie, okay, jetzt die Frage, wie behebe ich das Problem? Packe ich einen zweiten Schmied rein, der aus Eisen und Holz ganz normales Werkzeug macht? Oder sage ich jetzt, ich gehe auf besseres Werkzeug? Das ist die große Frage.